Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. In der letzten Folge haben wir alle unsere Items zurück erkämpft. Es war ein harter und schwerer Kampf gegen St. Clairs Männer. Im Endeffekt war aber St. Clair der... Ups, habe ich jetzt die Gasmaske weggetan. Das war auch nicht mein hellster Moment. St. Clair war der nicht so gut aussah. Das ist mir jetzt zu egal. Ich renne einfach an denen vorbei. Jetzt scheinen sie mich ja nicht mehr ins Gefängnis zu stecken. Nein, ich will... Hallo, ich will das einfach nur hochsprengen. Danke. Um zu fliehen. Boom, boom. Zack, zack. Raus, raus mit mir. So, hier. Wunderbar. Zurück zu den gefluteten Höfen. Uiuiui, was für ein Stress. Was für eine Hektik. Was für ein Kampf. Aber am Schluss gewinnt wieder das Gute. Ich muss an der Stelle nochmal... Oder? Doch. Ich muss an der Stelle nochmal ganz kurz einen Schnitt machen, um das mit dem Soundbug zu fixen. Allerdings muss ich da am Anfang von einem neuen Gebiet speichern. Ansonsten speichert es nicht richtig und ich darf alles nochmal machen. Also das komplette Gebiet von St. Clairs Lager. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Diesmal auch hoffentlich 100% Soundbug-frei. Wunderbar. Ich habe gerade eben nachgeschaut. Wir müssen jetzt direkt zu den Toren von Eldorado. Über die zerbombten Türme, wo wir ja schon mal waren. Die Stelle habe ich euch ja schon mal gezeigt. Habe gesagt, da müssen wir später hin. Das bringt uns im Moment... Wow. Wow. Das war gut. Das bringt uns jetzt noch absolut gar nichts. Da. Jetzt kommen wir da weiter. Da oben, den haben wir immer noch nicht, gell? Danke. Das... Du bist sehr nett von dir, Krokodil. Allerdings, Schlammkur hatte ich letzte Woche schon. Und zu viel ist ja auch nicht gut für die Haut. Ah, nein. Egal. Wir kriegen keinen Schaden, weil wir direkt zurück ins Heilwasser fallen. Ich glaube, es geht los, Harry. Stell dich nicht so an. So heiß ist das Feuer auch nicht. Ah. Okay, jetzt, hier wird es knifflig. Ich muss nämlich... Nein! Ich... Das Problem ist, dass ich hier ein... Ach, genau so Aufwärtshaken machen muss, aber ja gleichzeitig Dreieck drücke zum Sprinten. Und das ja die Tastenkombination für den Weitsprung ist. Das... Das heißt, er macht da ganz gerne lieber den Weitsprung als den Hochsprung. Und in der Situation... Gut, das ist die einzige Situation, in der das jetzt irgendwie schlimm ist. Beziehungsweise problematisch werden könnte. Aber trotz allem existiert diese Situation. Na, wollte ich nur mal angemerkt haben. Wenn... Pfeifst du da gerade, Harry? Hat Harry da gerade eben das Pitfall-Theme gepfiffen? Witzig. Ah! Weicht. Ah, Moment. Ich glaube... Aua. Ich habe da gerade was entdeckt. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Kann das sein? Kommen wir jetzt hier oben raus? Sag mir bitte, dass wir jetzt da oben rauskommen, wo ich die ganze Zeit... drüber gerätselt habe, wie ich da hinkomme. Ja! Jawoll! So, gib her. Den habe ich mir verdient. Uiuiui. Endlich haben wir den. Habe ich was in meiner Heilfl... Ja, sie ist voll. Sehr schön. Ex-Harry...
Und wieder zurück. Oh, das ist gerade... Es fühlt sich gerade so gut an, weil ich habe mir so oft den Kopf zerbrochen, wie ich denn da hochkomme und ob es da einen Trick gibt von der Plattform da. Endlich. Gut, stellt sich jetzt natürlich die Frage... Ah nee, wir müssen hier lang. Die Affen können wir ja einfach mal großflächig beseitigen. Ihr geht mir nicht mehr auf den Sack. Ja, komm, verzieht euch. Ich mache einen gekonnten Abgang. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich muss zu Mama Ulu-Turm. Was sagt denn ein Blick auf die Karte? Der Blick auf die Karte sagt, dass ich absolut perfekt bin. Uiuiuiui. Also das sagt natürlich auch der Blick in den Spiegel. Hehe. Skill. Das war gerade knapper, als es hätte sein dürfen. Das auch. Oha, oha, Harry. Ach Gott. Ich meine. Skill. So, auf zum Mama Olo-Turm. Uff. Giga-Uff. Ich hätte das Spiel vielleicht etwas üben sollen, bevor ich nach einer einmonatigen Aufnahmepause wieder hier einen Aufnahmemarathon mache. Ah, das ist schlimm, wenn man dann so raus ist, aber kein Problem. Ich habe ja meinen angeborenen Skill. Oh. So komme ich da überhaupt nicht lang. Bin mir gerade etwas unsicher, ob ich das so hätte machen sollen, aber es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann mache ich es so. Upsa. Habe ich bereits erwähnt, dass ich der perfekte Beta-Tester für euer Spiel bin? Wenn es einen Glitch gibt, dann finde ich ihn. Hat aber wenig mit Skill zu tun, sondern eher damit, dass ich schlecht im Videospielen bin. So, einmal kurz die Flasche voll. Harry, bück dich. Und dadurch irgendwelche Sachen macht, die sonst kein normaler Spieler machen würde. So. Hey. Uncool. Herr Krokodok. Ich meine, das war eine Abkürzung, oder? Das war eine... Ja, das war eine... Das war eine Abkürzung, die wollte ich nehmen. Speedrun Tactics. Daro 21, nebenberuflich Speedrunner. So, einmal nochmal ganz kurz die Heilung mitnehmen. So, dann dürfen wir das hier halt nochmal machen. Haben wir aber schon mal gemacht, das heißt... So schwer wird das nicht, sagte er und starb 35 Mal. Mindestens. Tendenziell eher mehr. Uff. Zum Glück bin ich da... Autsch. Das sieht schmerzhaft aus da unten. Zum Glück bin ich da gerade durch den Rotoren irgendwie durchgesprungen, wollte ich sagen. Also in echt wäre Harry da ziemliches Gulasch gewesen. Oder Hackfleisch. Ein... wie heißt's? Ein Forscher-Hackfleisch quasi. Ein Forscher-Mad-Eagle. Lecker. Ich kann da doch bestimmt einfach... Ach, komm. You
artifacts. Now he can open the gate, and I'll be able to save my people. Someone throw a party and forget to invite me? Nikki, you have me worried. You're just in time. Mikkei's about to go back in time and save El Dorado. Oh, right. Nicole, Mikkei, Nicole. Now, let's get on with the magic and the time travel and the saving thousands of people stuff. Nicole! You've got to trust me. And Puska. Mikkei's plan is suicide. The time temple inside, powered by these artifacts, can send Mikkei back. But they don't have nearly the power to send El Dorado back 1,000 years. Lies. These are Puska's lies. But Puska can use these artifacts to fight the Spanish. They'll give him the power he needs to save his people. Did Puska happen to mention that his original plan 500 years ago was to betray my people to the Spanish? Why would you believe Puska and not Mikkei? What did he promise you? I'm gonna go with him. Back in time, but only a few months. I'm gonna find my dad and save him. It's true. What can you offer her? Consolation? I offer her back her father. Deny her this and you are colder than stone. Nicole, Puska killed your father. Remember how your dad looked? I saw Puska do the same thing to St. Clair, and he's about to do it to you! Claw was right. I should have saved you. I let you down, Nikki. I messed everything up. Naja, wir haben ja immer noch die Möglichkeit der Zeitreise. Mal schauen, was sich damit machen lässt. Wenn wir hier durch das Tor schreiten. Und in den Tempel der Zeitreise, glaube ich. Oder so, Tempel der Zeit. Gehen. Mikkei! My best. Butterfly? Figures. Yeah. Ich hab da so ein kleines Déjà-vu. Mit dem Panther. Nur gibt es bei diesem Mal den kleinen, aber feinen Unterschied, dass
unser riesenkatzenartiger Freund tatsächlich ein bisschen mehr aushält. Und nicht nur das, wir sind auch nicht unsterblich. Was? Ach, Mann! Was den ganzen Kampf etwas uncool macht. Oder uncool machen kann. Ach, Mann! Zack. Zack. Huska! So many chances to live. Now your only option is to die. Ja, den hat er gerade wirklich gebracht. Ich musste gerade einen Schnitt machen. Ich denke, man hat es nicht bemerkt, aber ich habe mich hier in dem Kampf festgeklebt, beziehungsweise ich habe den Kampf hart verbuggt. Und zwar müssen wir in dem Kampf einfach die Säulen hier... Was heißt einfach? Es ist schwerer. Das war gerade ein ziemlicher Glückstreffer. Wir müssen die Säulen auf Puska schießen. Moment, wo ist der letzte? Ah ne, jetzt ist er wieder groß. Es gab nur 3 Klone. Alles gut. Wir müssen die Säulen hier auf Puska schießen. Und ich habe den Fight insofern verbuggt, dass Puska nicht mehr davon getroffen wurde. Also die Säulen sind einfach an seiner Hitbox abgeprallt. Er hat auch nicht mehr angegriffen oder so, er schwebte nur noch da in der Luft. Die trifft auch, oder? Oh, so knapp. Aber das hat getroffen, gut. So, hier in der Phase. Also ich habe die kleinen Puskas besiegt, die ganzen kleinen Klone. Und dann hat er sich einfach, also... die Säulen sind einfach von seiner Hitbox abgeprallt. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab ja vorher schon gesagt... Wenn es etwas gibt, was ich kann, dann ist es Bugs finden. Aua. Ich finde es übrigens ein sehr geiles Detail hier. Spawn wieder. Ah, Mist. Ich finde es ein sehr geiles Detail, dass hier auch Publikum in der Arena ist. Äh,
Habe ich bereits erwähnt, dass es gar nicht so leicht ist, ihn da in der Luft zu treffen? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber es ist gar nicht so leicht, ihn da in der Luft zu treffen. So, Mini-Puskas. Geht weg. Keiner mag euch. So, schnell eine Säule suchen. Thank you. Though I'm a princess, I've never met a prince. Until now. Mwah. Hey, don't forget the cat! What? The prophecies didn't say anything about a cat. Well, you can't go believing every prophecy you hear. I guess this is our life now. We'll never see our own time again. Any regrets? Two. I never got to apologize to Dr. Crane for treating him so poorly. That, and I couldn't save. Cole. It's a long story. You know, there might be a lot of fish in the sea, but you got a good one. You can't talk, you little liar. On the other hand, maybe you shouldn't rule out the other fish. So, what happens to you now? You heard me, Kay. I've been cursed. I don't fit into the world of man or animal. Hey. You're ever back this way? Look me up. How will I find you? Just get in trouble. I'll be there to save you. Just like I did this time. Unbelievable. Even with 500 years between us. She still finds a way to torment me. Figures she... Even after I...
So, what next? There's this man back home, Dr. David Crane, who I owe a long overdue visit. And there are some remote areas of Africa I want to check out. Roots of mankind. You need to do all that today? What do you have in mind? Und so gab es also doch noch ein Happy End. Freunde, das war Pitfall, die verlorene Expedition. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine kommenden Projekte zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wenn jetzt nichts mehr nach dem Abspann kommt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.
Hi, ich bin's nochmal aus dem Schnitt. Ich habe gerade eben nochmal die Meldung gekriegt, dass ich jetzt mit einem bestimmten Eingabecode ein anderes Kostüm freischalten kann. Dieses Kostüm ist nichts anderes als Nicole herself. Ich werde euch den Code ganz kurz hier einblenden. Ich wollte es nur nochmal ganz kurz einwerfen, weil ich das dann doch ziemlich cool finde. Also bis dahin, macht es gut.